Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute was Schnelles, was Einfaches. Und zwar einfach nur ganz schlichten Gulasch. Es gibt Gulasch in den unterschiedlichsten Möglichkeiten. Mit Kartoffeln, mit irgendwelchen Paprikastückchen, ungarischer Cekediner, hier, da, das, 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 das. Ich mag mein Gulasch, aber eher schlicht. Wenn du jetzt hier reinfilmst, das sieht vielleicht ein bisschen komisch aus. Aber auch nur, weil der Gulasch. Wir haben hier eine Menge von 1,5 Kilo. Ne, 1,2, Entschuldigung. Der ist schon mit Pfeffer, Salz, Paprika, also ganz schlicht gewürzt. Und einer Zehe Knoblauch und einer Zwiebel in Verbindung mit Senf und Ketchup vermengt. Curry, Ketchup. Curry, Ketchup, Entschuldigung. Und wird einfach nur angebraten. Dann lassen wir den bis morgen ziehen. Diesmal nicht gehen, also nicht verwechseln. Nee, ziehen und wird morgen fertig gemacht. Also einfach nur Fleisch. Ganz schlicht. Nehmen wir den FT 4,5 von Petromax, packen den hier aufs Seitenkochfeld und legen los. Sehen wir uns gleich beim Anbraten. Ist nicht viel, ist nicht schwer. Kriegt ihr da hin. So, Fleisch anbraten sollte für kein Neuland sein. Da gibt es auch nicht viel zu sagen. Bratet es so an, dass es für euch in Ordnung ist. Gebt der Sache ein paar Minuten. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch Wasser auffüllen. Und dann lassen wir das noch eine Stunde kochen, damit es so richtig schön zerfallig ist. Wenn das Fleisch dann soweit ist, füllen wir das Ganze mit einem Liter Wasser auf. Rühren nochmal um. Und ich habe es, glaube ich, schon erwähnt. Aber ist nicht schlimm, ich sage es nochmal. Lassen die ganze Sache dann mit geschlossenem Deckel noch eine Stunde kochen. Und eine Stunde blubbern ist vorbei. So sieht das Ganze aus. Dann werden wir morgen noch mal ein bisschen Wasser auffüllen und den Rest davon zurechtzaubern. Bis morgen. Guten Morgen, neuer Tag, scheiß Wetter, arschkalt, aber sehr geil. Wir essen werden wir es trotzdem. Diesmal hier drinnen, weil der Wind einfach nur zu krass ist. Ja, lass das nochmal kurz aufkochen. Das ist ja nicht wirklich schwer. Und dann werden wir die ganze Sache würzen, abschmecken, andicken. Und dann war es das eigentlich auch schon. Gibt es nicht viel zu sagen, ist kein großer Zauber. Und zum Würzen Pfeffersalz, Paprika. Habe ich gesagt? Pfeffersalz, Paprika, ja. Nicht, dass ich mal Zwiebeln sage. Und dann kann man sich's schmecken lassen. Also, würde ich sagen, lassen wir der ganzen Sache mal noch ein bisschen Zeit und sehen uns gleich wieder. Es ist vollbracht, es ist fertig, es ist kalt. Und bevor die Nudeln jetzt hier auch noch kalt werden, machen wir uns da einfach mal was auf den Teller. Oh, sieht das geil aus. Ja, wie man sieht. Oh, der Wind. Es muss nicht unbedingt immer. Oh, jetzt müssen wir uns beeilen. Jetzt fängt es an zu regnen. Es muss nicht immer übelster Schnickschnack sein. Es kann auch mal einfach nur Fleisch und Soße sein. Da muss nichts anderes dran. Okay, und bevor uns das Wetter jetzt hier noch mehr einen Strich durch die Rechnung macht, würde ich sagen, kosten wir einfach mal. Also das
Fleisch, das kannst du da rein pürieren. Und es ist übelst lecker. Wenn ihr mehr. Oh. Oh. Das war eine falsche Röhre. Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt und euch die Videos so, wie sie bisher sind, schlicht, schnell, einfach gefallen, dann schreibt es mir auch gerne mal unten in die Kommentare. Lasst mir ein Like oder ein Abo da. Nächste Woche gibt's was Grandioses. Das schon mal vorab. Also, macht's gut. Bis später.